Hallo liebe Hungrige, heute gibt es Schweinelachs, der durch eine Glasur zu einem besonders raffinierten Geschmackserlebnis wird. Leider ist dieses tolle Rezept nicht meinem Geist entsprungen, denn es stammt von HelloFresh, die sich zugleich für die gute Kooperation bei mir und vor allem euch bedanken, indem sie einen 20-Euro-Gutschein zur Verfügung stellen. Den Gutscheincode könnt ihr hier sehen und findet ihn auch in der Infobox. Dieser kann viele, viele Male und noch bis ins nächste Jahr hinein genutzt werden. Im Klartext heißt das, die hier gezeigte Kochbox könnt ihr damit also für weniger als 50% des üblichen Preises bestellen. Das Prinzip ist denkbar einfach. Ihr könnt aus Classic, Veggie oder anderen Boxen auswählen und bekommt dann zum vereinbarten Zeitpunkt bis an die Wohnungstür ein solches Paket voller frischer Zutaten geliefert. Diese sind passgenau zugeschnitten auf mitgelieferte Rezepte und ich habe mich eben für Schweinelachs in süß-saurer Glasur entschieden. Wir brauchen dafür, und ich bin ja nun in der günstigen Lage, fast alles der Box entnehmen zu können. Wir brauchen Schweinelachs, was gleichbedeutend mit ausgelöstem Schweinerücken ist, Jasminreis, ein Stück frischen Ingwer, Sojasauce, eine unbehandelte Zitrone, einen Brokkoli und je nach Geschmack etwas frischen Koriander. Darüber hinaus benötigen wir noch Pfeffer, Salz, Öl und einen Löffel Honig. Zuerst reiben wir den geschälten Ingwer sehr fein und geben ihn anschließend gleich in eine Auflaufform. Nun reiben wir von der Hälfte der abgewaschenen Zitrone die Schale ab. Und danach entsaften wir die eine Hälfte der Zitrone. Der Abrieb der Zitronenschale kommt auch mit in die Auflaufform hinein und ebenso je nach Geschmack ein halber bis ein Esslöffel vom Zitronensaft. Wir gießen die Sojasauce mit hinzu, geben einen Teelöffel Wasser mit hinein und ergänzen mit einem Esslöffel Honig. Nun wird alles gründlich miteinander verrührt. In diese Marinade legen wir die Schweinelachsscheiben, wenden diese darin, bedecken die Auflaufform jetzt mit Frischhaltefolie und lassen die Schweinelachsscheiben darin für eine Weile ziehen. In ein Sieb geben wir den Reis, spülen diesen mit kaltem Wasser ab und zwar so lange, bis klares Wasser durchfließt. So wird der Reis nämlich fluffiger. In einen Topf geben wir 300 ml Wasser, einen Teelöffel Salz und rühren dann den Reis ein. Diesen lassen wir kurz aufkochen, geben dann einen Deckel auf den Topf und lassen den Reis für ca. 10 Minuten bei niedriger Hitze köcheln. Anschließend ziehen wir ihn von der Herdplatte und lassen ihn für mindestens weitere 10 Minuten bedeckt stehen. Jetzt wagen wir uns an den Brokkoli heran, den wir vorher gewaschen haben, schneiden den Strunk heraus und zerteilen ihn dann in mehr oder weniger kleine Röschen. Die Brokkoliröschen geben wir dann in eine Schüssel, übergießen sie mit kochendem Wasser, achten dabei darauf, dass auch wirklich alle mit Wasser bedeckt sind, decken dann die Schüssel ab und lassen den Brokkoli für ca. 10 Minuten ziehen. Danach wird er abgegossen, anschließend mit kaltem Wasser abgeschreckt und muss dann in einem Sieb oder auch auf Küchenpapier gründlich abtropfen. In einer Pfanne erhitzen wir etwas Öl, geben den Schweinelachs hinein, braten ihn von der einen Seite für ca. 1 Minute scharf an, wenden ihn dann und verfahren mit der anderen Seite ebenso. Danach geben wir den Schweinelachs erneut in die Marinade, wenden ihn darin und garen ihn dann in ca. 8 bis 10 Minuten im Backofen fertig. Diesen haben wir vorgeheizt auf 200 Grad, Umluft 180 Grad. Während der Garzeit öffnen wir ein bis zweimal die Backofentür und begießen die Fleischscheiben mit der Marinade. Dadurch wird der Geschmack intensiver, ihr solltet also nicht darauf verzichten. Wir erhitzen erneut ca. 1 Teelöffel Öl in einer Pfanne, geben nun den Brokkoli hinein, würzen mit Salz und Pfeffer und garen diesen bei mittlerer Temperatur für ca. 4 bis 5 Minuten. Dabei immer mal durchrühren und wenn der Brokkoli dann an der einen oder anderen Stelle leicht bräunlich wird, haben wir alles richtig gemacht. Nun noch die Korianderblätter abzupfen oder auch abschneiden. Doch bedenkt, Koriander ist nicht jedermanns Geschmack, also vielleicht noch nicht gleich auf den Teller geben. Und nun, nachdem Reis, Brokkoli und Schweinelachs augenfreundlich auf dem Teller angerichtet sind, kann serviert werden. Der Schweinelachs erhält durch die Glasur einen sehr interessanten und sehr leckeren Geschmack. Nochmals mein Dank an HelloFresh und mein Tipp an euch, nutzt den Gutscheincode. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung und dann recht guten Appetit. Falls ihr jedoch lieber Tagliata vom Rind oder aber eine thailändische Nudelfanne aus der Veggie-Box von HelloFresh zubereiten möchtet, dann schaut doch einfach mal in diese Videos hinein. Mir bleibt noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Bye-bye.